Hallo allerseits, LP-Bomb hier, willkommen zu Part 11 von Colony Wastels Play. Im vorigen Part haben wir im Sol-System den zweiten Akt gemacht. Und ja, der Mond von Saturn wurde zerstört, Titan. Durch unsere Superwaffe. Ja, haben den Akt mit einem Knall beendet, wortwörtlich. Und ja, in diesem Part machen wir mit dem dritten Akt weiter. So, in diesem Akt hatten wir, soweit ich weiß, einmal Zerstörung orbitaler Waffenfabrik. Dann Überfall auf den Jupiter-Sternhafen, ja. Und die Suche nach vermissten Transporter, soweit ich weiß. Ja, da kommen die beiden. NevZ-Kommandeur wird gefangen genommen. Ja, haben die wohl Y mit Z verwechselt. Wahrscheinlich hatten die eine Querz-Tastatur, aber haben ja einen QWERTY-Style geschrieben. Also, ihr wisst ja, englische Tastatur ist ja das Z mit dem Y vertauscht im Vergleich zu der deutschen. Ja. Aber machen wir da weiter. Die Geheimdienste auf sicheren Liga-Stützpunkten außerhalb Sol bitten um die Durchführung bestimmter personenbezogener Operationen. Eine Namensliste der Zielpersonen wurde dem Flottenkommando übermittelt. Die Gefangennahme dieser feindlichen VIPs wird als unentbehrlich betrachtet. Ein Kommandeur der Navy, der ein Implantat besitzt, das unsere Geheimdienste dringend benötigen, wird in Kürze einen Raumhafen bei Jupiter verlassen. Er wird mit einem Truppentransporter zu einem Zerstörer gebracht werden. Sie haben den Auftrag, den Kommandeur gefangen zu nehmen und ihn anschließend zu einem Schlachtschiff in der Nähe zu bringen. Zerstören Sie dazu den Truppentransporter. Daraufhin wird eine Rettungskapsel mit der Zielperson an Bord abgesprengt werden. Diese Kapsel muss sichergestellt werden. Hört sich simpel an. Schiff zerstören, Kapsel greifen und fertig. Und natürlich auch noch dem Fliegerschiff verabliefern. Hört sich simpel an, aber schaffen wir es? Wir sind mit der Eclipse unterwegs, was ja, also von den Werten her, die beste Maschine ist. Von dem Waffenpotenzial leider nicht. Da wird es von der Hydra und dem Demon, ja, gezwergt. Hier Kommandozentrale. Der Austausch der Navy-Anführer steht jeden Moment bevor. Gehen Sie vorsichtig an den Navy-Zerstörer heran. Greifen Sie jeden gestarteten Truppentransporter an. Wahrscheinlich hat er auch wieder Super-Sensoren, deswegen. Ja, gehen wir doch vielleicht lieber zurück. Navy-Jagdmaschinen sind im Anflug. Hier Kommandozentrale. Start von Truppentransportern entdeckt. Die Zerstörung dieser Maschinen hat oberste Priorität. Okay, auf geht's. Klar, dass es nicht dort nach Plan verlaufen wird. Ein Scheinaustausch, ja? Sneaky. Noch sind unsere Schilde ziemlich, ja, operabel. Deswegen können wir eigentlich auch hier die Nähe riskieren. Und tschüss. Erstmal die Clench-Clamps hier besiegen. Okay, Moment, schauen wir mal, ob wir dem Titanen doch mal hier so einen kleinen. Ach, nächsten Zerstörer. Nein. Ob wir dem Titan so eine kleine EMP-Massage geben können? Nein, natürlich nicht. Mist. Okay, dann verschwinden wir mit der Kapsel.
Dann dachsen wir langsam unterwegs. Kommt die Runde nicht klar, Leute? Klatsch und Klams. Ich habe halt keine Zeit für eure Kinderspiele. Alle weg. Es wird nichts wie weg hier. Das ist eine heikle Lage. Nachbrenner wäre hier nicht schlecht. Natürlich haben wir keine Eskorte oder ähnliches, ist ja klar. Ach, ignorieren, ignorieren. Einfach fliegen. Ich verstehe aber nicht, wieso wir so langsam sind. Ich meine, im Weltraum gibt es keinen Luftwiderstand oder ähnliches. Keine Schwerkraft. Warum sind wir dann so viel langsamer? Das verstehe ich nicht so ganz. Schilde zerstört. Das verstehe ich auch nicht. Schilde zerstört. Na genug? Gut. Dem Himmel sei Dank. Dann zerstören wir mal schnell den Tornado. Aber die Mission war schon. Die war schon ein bisschen hektisch. Ein bisschen stressig. Ne, da braucht noch ein bisschen. Leute! Langsam, wenn ihr mich fragt. Fehlt nicht mehr viel, hoffentlich. Verdeppt den Moment nicht. Haben wir es und. Nom. Lecker Rettungskapsel. Fluchtkapsel sicher angekommen. Wir haben den Navy-Anführer in Gewahrsam genommen. Gut gemacht, Pilot. Einsatz beendet. Gut, geschafft. Undock-Sequenz beginnt. Etwas längere Mission. So, okay, was kommt als nächstes? Das hatten wir schon. Fail. So, das hatten wir jetzt, das hatten wir. Oder hatten wir das? Ich bin mir gerade nicht sicher. Schauen wir mal. Eclipse. Nach erfolgreichen Angriffen auf Schlüsselpositionen in der Jupiterzone müssen nun weitere Manöver in diesem Bereich folgen.
Die Navy ist durch Versorgungsengpässe dazu gezwungen, Kräfte... Stimmt, hatten wir. Musste ich mich gerade wieder daran erinnern. Ja, hatten wir. Okay, dann kommt jetzt das, so wie es aussieht. Wir wissen, dass die feindlichen Aktivitäten in der Umgebung der inneren Planeten rapide zunehmen. Der Nachrichtendienst sucht nach Hinweisen von Panik unter der Zivilbevölkerung. In diesen Fällen werden wir Propagandanachrichten übermitteln. Anti-Ortungssignale werden gesendet, um unsere wichtigsten Unterstützungseinheiten vor feindlicher Entdeckung zu schützen. Dennoch wird das Kommandoschiff der Liga in der Marszone von einem feindlichen Verband anvisiert. Im Moment versucht das Schiff, zwei feindliche Kreuzer abzuschütteln, aber es benötigt dringend Unterstützung. Geben Sie volle Deckung unter Einsatz schwerer Waffen und greifen Sie alle feindlichen Maschinen an, die versuchen, das Kommandoschiff zu attackieren. Ein Verlust dieses Schiffes wird die Isolierung und möglicherweise Vernichtung von Liga-Einheiten zur Folge haben. Mal schauen, wie es sein wird. Aber sehr gut, im Demon. Eine meiner Lieblingsschiffe. Gemeinsam mit der Hydra. Sehr viel Waffenpower und... Gut, ist nicht das schnellste Ding, aber bei so viel Feuerkraft brauchst du das. Schnelligkeit. Hier Kommandomaschine B11. Wir werden von zwei Navy-Kreuzern angegriffen. Wir sind auf dem Weg zum vereinbarten Treffpunkt mit dem Schlachtschiff und wir brauchen starke Unterstützung, bis das Schlachtschiff ankommt. Versuchen Sie, die Navy-Kreuzer zu zerstören. Durchhalten. Perfekt aneinandergereiht. was haben wir denn da? Ach naja, kann es glaube ich erstmal egal sein. Okay. Ausgelöst. Okay. Ach, gut. Das erreichen uns Informationen,
nach denen das Imperium erheblichen Druck ausübt, um die Mannschaftsstärke der Verteidigungskräfte im Bereich der inneren Planeten zu vergrößern. Mit der quantitativen Zunahme der gegnerischen... Ah ja, haben wir. Okay, dann hätten wir das auch. Haben wir jetzt schon alles, okay? Oh, jetzt kommt es da. Ein Titanenschiff schlägt zurück. Okay, mal schauen, was es da auf sich hat. Wir hatten den Eindruck, in die Hölle geraten zu sein. Es war verdammt hart und die Flotte musste hohe Verluste hinnehmen. Aber je weiter wir kamen, umso unmöglicher wurde eine Umkehr. Die Navy hatte nun alle Kräfte mobilisiert und sie waren überzeugt, unsere Invasion in ihr Gebiet verhindern zu können. Sie verfügten noch immer über eine gewaltige Feuerkraft. Wir hatten zwar nichts anderes erwartet, aber bekamen doch schreckliche Angst, als wir damit konfrontiert wurden. Ihre Waffensysteme hatten uns angepeilt und es gab praktisch kein Entrinnen mehr. Wenn wir jetzt noch siegen wollten, mussten wir mehr tun, als der Navy Schaden zufügen. Wir mussten sie regelrecht demoralisieren. Als hätten wir das nicht schon oft genug gemacht. Massive feindliche Einheiten bedrohen zurzeit die Liga-Einheiten im ganzen Sol-System. Die Geheimdienste können keine verlässlichen Prognosen bezüglich einer Machtübernahme in diesem System liefern. Ein Schlachtschiff der Liga in der Marszone berichtet von möglichen schweren Auseinandersetzungen mit einem Titan der Navy. Das Schlachtschiff hat die Erlaubnis zum Angriff. Allerdings ist unklar, ob es für diese Aufgabe genügend Ausrüstung an Bord hat. Unterstützen Sie das Schlachtschiff und sorgen Sie für die Zerstörung des Navy-Schiffes. Bei dem derzeitigen Kräfteverhältnis in diesem System ist jeder Einsatz entscheidend. Oh ja. So kurz vorm Ende. Oh, da dürfen wir gegen einen Titan antreten. Ich überlege gerade. Hat mir im normalen Spielverlauf auch schon, ja, in Anführungsstrichen die Ehre gehabt, gegen einen Titan anzutreten. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe schon so viele Parts aufgenommen. Kein Plan. Ja, kein Zweifel, das ist ein Titan. Und sehr gut, Kollegen sind hier. Ja, würde ich sagen, machen wir das Übliche. Sensorschaden bis zum geht nicht mehr. Hoffentlich hat das Ding keine Supersensoren. Ist er raus? Nee, hat's glaube ich nicht. Sehr gut. Sehr gut. Ihr seid hier schon ganz dran. Ein Sturm zieht auf. Damit meine ich nicht den Stormlord. Okay, Titan. Attack on Titan. Guter Schuss! Zentrale,
stolz auf eure Leistung sein, Piloten. Der Auftrag ist erfüllt. Nice. Sprungsequenz ausgelöst. Und dazu Undertaker-Musik. Wir hatten gute Arbeit geleistet. Die Liga hatte die Kontrolle des Imperiums über die kolonisierten Welten gebrochen. Das kennen wir. Ja. Okay, so mal schauen, was fehlt noch? Also, wir hatten das da. Das hatte ich schon. Die hatten wir, glaube ich, auch alle am Stück, oder? Was war das nochmal? Wir spürten die Nähe der Erde. Ja, okay, das. Okay, das hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe legitim gar keinen Plan. Ich schau mal kurz nach. So, okay, da bin ich wieder. Da habe ich es mir nochmal angeschaut. Und ja, in Part 5 hatten wir ja das gemacht. Dann das da und hier alles. Oh, da fehlen noch die beiden. Und wir sind hier erst bei ca. 22 Minuten erst. Das ist wohl der voraussichtlich letzte Part, so wie es aussieht. Krass, krass. Abgefangene Informationen deuten darauf hin, dass die Klontechnologie weiter verbreitet ist, als unsere Geheimdienste bisher vermuteten. Bei den bevorstehenden Angriffen auf die zentralen Bereiche des Imperiums muss daher mit dem Einsatz von Navy-Schiffen gerechnet werden, die als Ligaschiffe getarnt sind. Ein als Ligaschiff getarntes Schlachtschiff der Navy hat in den äußeren Bereichen des Systems mehrfach unsere Einheiten angegriffen. Jetzt scheint es durch das Warploch aus dem System fliehen zu wollen. Identifizierte Ligaschiffe verfolgen das feindliche Schiff. Beteiligen Sie sich an der Verfolgung und sorgen Sie dafür, dass das Schiff zerstört wird, bevor es durch das Warploch entkommt. Okay. Boah. Das sind die letzten zwei Missionen. Ja, krass. Yep. Also wenn die Missionen 5 bis 10 Minuten gehen werden, ja, dann ist das der letzte Part, so wie es aussieht. Nur 11 Parts. Krass. Dann kommt wohl das Colonivores Vengeance Let's Play doch früher als gedacht. Okay. Hier, Liga-Schlachtschiff. Wir verfolgen das feindliche Schiff, aber wahrscheinlich können wir es nicht ernsthaft beschädigen, bevor es das Warploch erreicht. Sie müssen es zerstören. Es darf nicht entkommen. Ach, wenn doch mal die Reichweite von den Lasern hier größer wäre. Spiegelmanöver. Okay, ich habe Torpedos. Geschätzte Zeit bis zum Warploch 6 Minuten. Und das schaffen wir ja locker. 6 Minuten. Ja, ich muss aufpassen. Das Triebwerk. Schilde zerstört. Die Zerstörer auch. Nice. Naja. Einfach mal hier sich hier durchgeklebt.
Ja. Letzte Mission, Leute. Jetzt schon. Krass. Boah, hab ich jetzt nicht erwartet. Ja, wir haben tatsächlich schon alles hier. Ja. 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 Okay. Letzte Mission. Ein fesselndes Schlachtschiff. Es wurden Notrufe aus allen wesentlichen Angriffsbereichen empfangen. Letzte Informationen berichten von massivem Widerstand in den primären Kampfgebieten. Der Feind fügt uns erheblichen Schaden zu. In den Berichten wird insbesondere ein ernsthaft beschädigtes Schlachtschiff im Jupiter-Orbit erwähnt. Es wurde von einem im Orbit stationierten Geschütz angegriffen, das an das Verteidigungsnetz des Planeten angeschlossen ist. Weitere Beschädigungen würden zur Zerstörung des Schiffes führen. Begeben Sie sich zu der angegebenen Position und schützen Sie das Schlachtschiff. Eine feindliche Fregatte versucht, das Schlachtschiff für weiteren Beschuss an seiner Position zu halten. Sorgen Sie dafür, dass unser Schiff diesen Angriff übersteht. Das würde lustig. Vor allem im Dark Angel. Mit meinem dunklen Schutzengel. Hier Liga-Schlachtschiff. Wir sind im Moment lahmgelegt und angebunden. Geschätzte Zeit ist zum Systemneustart 2 Minuten. Sie müssen uns von dieser Fregatte befreien, bevor Sie das nächste Mal auf uns schießen. Oh, das wird interessant. Aber wir müssen auf jeden Fall dann Vollgas geben. Wir dürfen uns keine Spielereien leisten. Weil allein schon der Flug dahin dauert 1 Minute. Und dann auch noch die kleinen Schuhklanz hier besiegen. Nee, wir sollten echt keine Zeit hier vergeuden. Egal sein. Pilot? Hier Liga-Schlachtschiff. Wir sind zu schwer beschädigt, um einen Sprung zu riskieren. Das Orbitalgeschütz wird bald wieder in Reichweite sein. Können Sie es zerstören? Say what? Sollte ich nicht die Fregatte zu vernichten? Jetzt bin ich verwirrt. Und tschüss. Pilot, wir müssen arbeiten wieder. Sobald Sie uns losbekommen haben, sind wir weg. 30 Sekunden bis zum nächsten Angriff. Wie viele Fregatten haben die eigentlich? Noch mal eine letzte klackige Mission. Schilde zerstört. Oh oh. Orbitales Geschütz in Reichweite. Wird aufgeladen. Feuert in 10 Sekunden. What? Nein! Ich glaube, wir werden vorher nicht fertig, oder? Versuchen wir es mal. So viel zu 10 Sekunden, ne?
Erlebe ich das noch? Irgendetwas sagt mir. Nope. Schiffsstatus kritisch. Das ist Whisky, das ist Whisky Ace. Kommandozentrale, melde dich bitte. Bitte melden. Ich überlebe das nicht. Eine weitere Auseinandersetzung. Mist. Wie viele von denen sind da? Wir sollten es jetzt schaffen, uns in Sicherheit zu bringen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Sprungsequenz ausgelöst. Ach du Schande. Ach du Schande. Krass. Das war doch mal eine interessante letzte Mission, ne? Ah ja. So, das müsste jetzt, glaube ich, alles gewesen sein. Und ich würde sagen, ich schaue mal schnell nach, welche Unterschiede es hier zwischen es ist vorbei und eine neue Bedrohung gibt. Wir sehen uns gleich, falls es hier nichts Neues gibt. Falls es etwas anderes geben sollte, werde ich dann dementsprechend den Clip einblenden. Also ja, bis gleich. Aber ja, okay, dann haben wir jetzt so eigentlich alles, fast alles vom Spiel gesehen. Fehlt nur noch das kanonische Ending, also dieses Ending, was auf dem nächsten Spiel aufbaut. Worauf das nächste Spiel aufbaut, so. Ja, schauen wir es mal an, wie es eigentlich ja abgegangen ist, oder wie es eigentlich geschehen ist. Wir hätten es eigentlich wissen müssen. Das Imperium würde es nicht hinnehmen können, im eigenen System geschlagen zu werden. Draco konnte an die Liga fallen, nicht aber Sol. Lieber würde das Imperium kämpfend untergehen, als der Liga die Kontrolle über das System zu überlassen. Deshalb zog sich die Liga-Flotte zurück und versiegelte das Warp-Loch hinter sich. Damit war Sol zum langsamen Sterben verurteilt. Es war nicht einfach, an Informationen zu gelangen. Aber es hieß, dass in dem ruinierten Sternsystem ein Bürgerkrieg ausgebrochen sei. Das mächtige Imperium zerstörte sich selbst im Kampf um die wenigen übrig gebliebenen Werte. Sie hatten es nicht besser verdient. Und doch, hätten wir unsere Feinde nicht vor einem solchen Ende bewahren sollen? Viele von ihnen waren dem Imperium treu ergeben. Aber nur weil sie dort geboren waren, waren sie deshalb gleich schlecht. Egal, wie wir nun darüber dachten. Jetzt mussten sie wirklich leiden. Und an der Stelle würde jetzt Colony Wars Vengeance ins Spiel kommen. Wörtlich. Okay, aber ja, dann war es das eigentlich so an sich. Das Einzige, was man jetzt vielleicht noch zeigen könnte, ist die Schiffdaten und die Systemdaten. Aber da würde ich sagen, also von meiner Seite aus würde ich das nicht machen. Wenn ihr das Ding gerne sehen wollt, dann schreibt es ruhig in die Kommentare von diesem Part, ob ich noch die Schiffdaten und die Systemdaten, ja, zeigen soll in zwei weiteren Parts. Halt für Schiffdaten und Systemdaten jeweils einen separaten Part. Falls nicht, ja, dann was ist mit dem Display. Und ja, da kann ich jetzt auch mein finales ja, Fazit abgeben. Also, nach all den Jahren hat sich das Spiel immer noch sehr gut bewährt. Also, ist auf jeden Fall immer so, das Gameplay ist auf jeden Fall sehr smooth. Okay, gut, nicht immer. Zum Beispiel habt ihr ja sehr oft gesehen, nachdem man ein Schiff zerstört hat, die Hitbox, die erweitert sich aus irgendeinem Grund, warum auch immer. Aber man nimmt ja zum Glück keinen Schaden, also es ist ein, ja, kein so krasser oder kein einflussreicher Bug. Deswegen halb so wild, würde ich sagen. Dann, was vielleicht auch noch eine Schwäche ist, die Missionen haben Ding, Moment. Ich gehe jetzt einfach mal in die Option rein. Vielleicht wird da die Demo ja nicht getriggert. Aber ja, also wo war ich? Ach ja, genau, also die Missionen her, also die sind jetzt nicht den, ja, allzu kreativ, sage ich mal. 70-80% der Missionen waren wirklich entweder, ja, ein Schiff beschützen oder andere Schiffe abknallen. Die anderen 20-30%, ja, die waren schon ganz gut. Also zum Beispiel, was gab's denn da? Zum Beispiel die Fluchtkapsel da sichern oder... Ich überlege, was gab es denn sonst noch? Boah. Ach ja, zum Beispiel die Sirenenwaffen vernichten, das war auch ganz interessant, ja.
Aber ja, oh, jetzt, wo ich mir so überlege, ich glaube sogar 80-90% ist wirklich einfach nur entweder Schiff beschützen oder andere Schiffe abknallen. Aber ja, wurde ja beim nächsten Teil sehr viel besser gemacht, also dort wurden die Missionen sehr viel kreativer. Aber dazu dann mehr, sobald es dann soweit ist, im nächsten Let's Play. Aber so an sich, ich überlege gerade, was ich sonst noch sagen wollte. Ist auch schon wieder spät. Ne, aber so an sich, im Großen und Ganzen ist das Spiel immer noch, ja, 7 von 10 oder 8 von 10. Ist auf jeden Fall sehr spielenswert. Und es ist auch nicht mehr so teuer auf eBay und Co. Man kann es da locker für 5 bis 10 Euro ergattern. Und wenn ihr eine PS2, PS1 oder PS3 habt, könnt ihr das Spiel spielen. Lohnt sich auf jeden Fall. Aber ja, da würde ich sagen, dann war es das auch schon. Dann sage ich euch schon mal vielen Dank, dass ihr bei diesem Let's Play mit dabei wart. Und ich hoffe, ihr werdet noch für die anderen Let's Plays dranbleiben. Vor allem Colony Wars Vengeance, der zweite Teil von Colony Wars. Von der Colony Wars Trilogie. Ja. Seid auf jeden Fall gespannt darauf. Also, der zweite Teil ist auf jeden Fall, der hat doch eine Spitze draufgelegt. Muss man echt sagen. Nicht nur von der Grafik, die hat sich auch echt ein bisschen verbessert. Obwohl das erste Teil auch schon sehr gut war von der Grafik her. Da haben die noch ein bisschen draufgelegt. Und die Missionen sind auch sehr viel kreativer und einzigartiger geworden. Der Spielverlauf ist auch etwas linearer geworden. Finde ich persönlich auch besser so. Also, gut, ist dann eher subjektiv, würde ich sagen. Aber so oder so. Und der Soundtrack, der ist auch besser geworden, meiner Meinung nach. Also ja, freut euch darauf. Und wie immer, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Und falls ihr es an der ersten Hörsenden wollt, wann ich etwas Bombastisches uploade, dann abonniert doch den Kanal. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und falls es euch interessiert, mein Instagram, Name steht unten in der Videobeschreibung. Also, das war's mit dem Video. Bis dahin, see you.